Der Salomon S-Max 10 deckt ein sehr breites Spektrum ab. Vom sportlichen Allrounder bis zum Racer. Bist du ein sportlicher Allrounder, der nicht auf gewisse Schwungradien oder Pistenuntergründe verzichten mag, dann ist der Ski genau das Richtige für dich. Wir testen jetzt in dem Video die Fahreigenschaften des Skis. Viel Spaß bei den Aufnahmen. Herzlich willkommen am Pitztaler Gletscher. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, im Hintergrund die Wildspitze. Ich bin Katharina, ich bin Mitglied des Profi-Test-Teams des DSV. Aber jetzt genug geredet, wir fahren jetzt erstmal Ski. Ihr habt es selber gerade gesehen, wir haben super Bedingungen am Pitztaler Gletscher. Wir gehen jetzt erst einmal auf die Fakten ein und später kommen wir dann zu meinem Fazit und zu den Testergebnissen. Der Ski hat eine Mittelbreite von 73 mm. Durch die slalomspezifische zweiteilige Edge Amplifier, das ist eine Verbindung zwischen Bindungsplatte und Ski, habe ich 30% mehr Kantengriff auf dem Ski und eine besondere Flex unter der Bindung. Ich fahre den Ski in der Länge von 1,65 und 15 Meter Radius. Die Empfehlung bei Sportkäufer ist von meiner Seite zwischen Kinn und Nase. Aber wenn ihr da noch Fragen habt, fragt einfach bei eurem Sport 2000 Händler. Aber jetzt genug zu den Fakten, jetzt gehen wir in den finalen Skitest. Jetzt haben wir nochmal richtig super Kurven gemacht. Jetzt heißt es Fazit zum Ziehen. Für mich funktioniert der Sportcover am besten auf der Kante. Egal ob kurze oder lange Radien, er lässt sich super präzise und dosiert steuern. Auch bei hohen Geschwindigkeiten hat mir der Ski ein hohes Maß an Sicherheit vermittelt. Er liegt richtig ruhig auf der Piste. Ich darf den Ski jemandem empfehlen, der gern knackige Carving-Turns fährt, aber dem die Mittelbreite beim normalen Slalomcover zu aggressiv ist. Aufgrund der breiteren Skimitte habe ich mich auf weichen Pistenuntergrund wohlgefühlt. Aus diesem Grund komme ich zu folgenden Bewertungen. Den Slalomon S-Max habe ich als sehr agil empfunden, daher kriegt er bei der Drehfreudigkeit eine 4 von 5. Aber im Kantengriff hat er sehr gut abgeschnitten, hier kriegt er eine 4,5 von 5. Wie ich schon erwähnt habe, hat er sich in jedem Radien präzise steuern lassen, deswegen kriegt er bei der Kurvensteuerung eine 4,5 von 5. Der Ski hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Deswegen kriegt er bei der Laufruhe eine 4,5 von 5. Den Fahrcharakter des S-Max 10 darf ich als ausgewogen bezeichnen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr noch mehr Skitests von Sport 2000 sehen möchtet, dann klickt einfach mal rein in das nächste Video. Ich sage Servus aus dem Pitztal.